Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Breath of Fire 3 und wir sind dabei, dem schwarzen Schiff in den Popo zu fahren mit voller Wucht. Ja, wo sind wir hin? Ach, da kommt's doch. Alles klar. Jetzt müssen wir versuchen, das ein bisschen... Ne? Und dann manövrieren wir uns einfach da in den Popo. Ah, das war die falsche Taste für den Schub. Daneben was? Bam, wollte schon sagen. Kann doch gar nicht sein. Kann doch gar nicht sein, dass ich verfehle. Upsa, das hat geklappt, hoffe ich. Wir haben es geschafft. Ja, ich hätte auch kaum anders. Das war ja nicht schwer. Das war ziemlich heftig. Ob alle okay sind, who knows. Wir haben es mit voller Fahrt gerammt. Vielleicht solltest du nach allen schauen. Ja, dann mache ich das mal. Momo ist wahrscheinlich schon drüben. Ich kenne sie doch. Hi. Pecco ist weg. Nicht schlecht. Sieht aus, als hätte unser Plan funktioniert, oder? Das war ein großer Knall, was, Ryu? Pecco hat's wohl vom Stuhl gehauen. Der ist unten also. Pecco sieht etwas benebelt aus, ist aber unverletzt. Oh weh. Puh, das hat mich aufgeweckt. Pecco fiel genau auf mich drauf. Momo sieht auch okay aus. Okay, also alle sind soweit unverletzt. Die schwarzen Schiffe sind gewöhnlich vollautomatisiert. Wenn ihr an Bord geht, gelangt ihr mit dem Schiff an dessen Ausgangsort auf der anderen Seite. Ich denke, dass wir auf der Brücke herausfinden müssten, wo die automatischen Systeme, wie oder wo die automatischen Systeme funktionieren, was auch immer. Wir müssen die Brücke suchen, was eine Weile dauern kann, aber wir können immer zum Ausruhen hierher zurückkommen, richtig? Ja, okay. Bitte wähle 3 Teammitglieder, was wahrscheinlich nicht ganz richtig ist, genau, weil wir immer Ryu dabei haben müssen. Okay, da haben wir doch unsere 3. Sieht nicht ganz geil aus, aber ist schon okay. Mal schauen, was wir für Gegner finden werden. Und ob es Gegner gibt. Erstmal nach vorne stürmen. Mal schauen, was geht. Hier ist ein Kran oder sowas. Hüp. Schalttafel des Krans. Hauptschalter ist aus. Bitte Hauptschalter vor Einsatz des Krans aktivieren. Okay, es ist also alles auf derselben Sprache. Das ist schon mal was Positives. Und ich denke mal, Momo mitnehmen ist keine schlechte Idee bei den ganzen Maschinen. Und Gegner gibt's auch. Wahrscheinlich Krüssoldaten. Nö, diese Bogenschützen, die es auch auf dem Containerschiff gab. Hau ihn weg! Hat er verdient. Oh, 10 Leben haben sie. Na. Okay. Viele Fehlschläge, klar, ist ein kleines Volk. Er trifft trotzdem. Okay, dann versuchen wir mal weiter zu treffen. Naja, ja. Okay, er würde one-shotten. Momo trifft halt nicht so gut. Pecco liegt leider im Dreck, das ist schlecht. Boah. Okay. Da müssen wir extrem aufpassen, dass da immer alle am Leben bleiben und dass wir auch wieder mit vollem Leben und Einsatz in die Kämpfe gehen. Flup, 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 flup. Mal schauen, was hier ist.
am Computer. Fehler im Plattformprogramm Nummer 3. Okay. Interessant und interessiert mich nicht. Kann ich da draufsteigen auf dieses, auf die Plattform? Da prüfe ich mal, ja, dann können zuhauen. Okay. Doch, 60 Schaden sogar. Das ist wenig Überlebenschance. Was gibt's hier? Plattformbewegungsprogramm. IR, VZ. Hoch, runter. Phase 1. Programm 1 aktiviert. Bitte steigt auf die Plattform. Ah, okay. Das war nichts. Ach doch, dann macht's nämlich. Okay, Programm 1 ist also scheiße. Also links ist nach unten, rechts ist nach oben, V und hoch und runter, okay. Versuch's gleich mal mit Programm 5, das hört sich auf jeden Fall richtig an. Mal gucken. Ja. Okay. Programm 5. Wie ich mir das schon gedacht habe. Wieder ein Krieger. Ich versuche den nochmal zu prüfen. Vielleicht kann ich diesen Frostschlag lernen. Oder Momo macht die einfach weg. Geht auch. Bin ich auch nicht unbedingt traurig drum. Erstmal das vollautomatische Schiff hinkriegen. Du siehst hier eine ID-Karte stecken. Nimmst du sie? Ja. Du hast eine ID-Karte. Nichts. Und dann halt nicht. Ich habe die zwar noch nicht gebraucht. Jetzt geht's da oben, sehr gut. Auch das wurde ja gesagt, dass es da nach oben geht. Und dann geht das ganze Ding einfach wieder rückwärts. Ein Froschkönig! Ja, hallö! Hallöchen! Herr Froschkönig, was kann ich für Sie tun? Irgendwie mehr organische oder normale Gegner. Oh, das wird Aua machen. Das wird dick Aua machen, das sehe ich jetzt schon. Au. Sehr gut. Das war aber leider zu spät mit dem Schlafen. Oh! Boah! Pekko, Alter! Haus zu, das ist ja. Da wächst ja kein Gras mehr. Krass. Ich bin beeindruckt von dieser Stärke. Ist zwar umgefallen, aber. Da ist ein WW-Zeugkasten. Will ich den haben? Ich würde den schon gerne haben, aber ich darf nicht. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Wahrscheinlich brauche ich hier gar. Ah. Da habe ich gar keinen Bock drauf, noch mit gar irgendwo hinzugehen. Ja, erstmal wieder auf die Plattform. Nach unten wieder. Wahrscheinlich müssen wir gucken, dass wir gleich ein anderes Programm kriegen. Da macht das aber immer spannend. Da muss er an jeder Ecke aussteigen, oder wie? Okay. Jetzt haben wir eine ID-Karte. Können wir hier noch mehr machen? Programm 1 und 5 haben wir. Nicht vergessen. Wir hauen mal ab. Das lohnt sich nicht so wirklich, gegen einen Einzelnen eben zu kämpfen. So. Was können wir noch mal? Ey, jetzt bleibt mal ganz cool hier. So. Ja, ich weiß, wie es ist. Okay, da geht's irgendwie auch wieder nach unten. Oder nach oben. Mit Programm 4. Okay, bis dahin geht's erstmal. Dann geht's da rum. Dann geht's da runter, oder wie? Ja, cool.
Und auch hier wieder ein Item. Gefandenes Tinte. Habe ich noch nicht so oft gebraucht. Aber man weiß ja nie, wofür es gut ist. Okay. Und wieder zurück wahrscheinlich. Dann können wir uns doch gleich mal hier umgucken. Was hier so gibt, aber nichts. Wir müssen da runter. Nur die Frage, welches Programm das macht. Das muss irgendwie... H ist immer noch... H ist... Okay. Wir versuchen mal mit Programm 6 irgendwie. Wir machen jetzt einfach mal alles durcheinander. Wir probieren die einfach mal alle aus. Wir müssen irgendwo hinkommen. Ich hoffe, dann geht's jetzt runter. Ja, es sieht auf jeden Fall danach aus, dass er sich vorbereitet aufs Runtergehen. Nein. Tut er aber nicht. Okay. Das ist ein tolles Programm. Gefällt mir sehr gut. Sehr erfolgreich. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen gelingt. Gut, und jetzt fährt es einmal wieder zurück, ja? Sehe ich richtig. Ja. Ja, kann man auch mal machen. Das war jetzt Programm 6, Programm 5 haben wir, Programm 4 haben wir. Ja, dann nehmen wir jetzt mal Programm 2. Wir müssen ja noch irgendwie durch das zweite Loch hier kommen. Ich hoffe, dass jetzt kein Fehler gewesen ist, dass wir jetzt Programm 2 machen. Hep, wieder drauf, bitte. Jetzt fährt er wahrscheinlich einmal im Kreis. Ja. Dann wäre es wahrscheinlich Programm 3 gewesen. Ja. Hätte ich mir fast denken können. Dann versuchen wir nochmal Programm 3. Und wenn das auch nichts ist, dann ist es halt so. Dann müssen wir vielleicht gucken, dass man noch andere Programme vielleicht findet, um dann da runterzukommen. Poff. Auf, wieder runter, jetzt vielleicht runter. Jawohl. War ein paar unsinnige Befehle dabei, gebe ich zu. Aber hier wenigstens wieder eine Tür, die man durchlaufen kann. Und hier ist noch irgendwas. Oh. Hauptschalter des Krans. Ja, sicher. An. Ja, an, okay. Jetzt können wir den Kran benutzen. Oh, das ist ja wieder ein riesiges Rätsel. Diese ganze Gegend hier. Wieder einer von denen. Wieder nicht gelernt. Schade. Ich würde es gerne lernen. Daneben. Sehr gut. Macht sich doch jetzt ganz bemerkbar in dieser Gruppe. Ist gut. Lässt sie nicht so leicht unterkriegen. Da ist keine Nina dabei, die nach jedem Schlag in den Dreck fällt. Pekko ist ein cooler Typ. Momo ist super. Vielleicht brauchen wir wirklich... gar für einige Momente hier in Game, aber das weiß man halt nie. So, sind wir hier fertig und gehen mal zurück zum Kran, weil da den Computer, wofür soll ich an den Computer gehen, wenn ich keine ID habe, keine ID-Karte da brauche. So, Kransteuertafel bedienen mit Führung. Ey, was passiert jetzt? Das ist die Frage. Definitiv daneben. Okay, nochmal. Wahrscheinlich wieder daneben. Oder? Vielleicht hat auch diese Kiste diesmal erwischt. Nö. Also muss es wirklich sehr genau passieren. Und passen. Ah, das Kranspiel.
Diese Kiste bitte. Die nehmen wir mit. Das müsste jetzt aber klappen. Ja. Jawohl. Ist die Frage, wo er die jetzt hinbringt? Davon bräuchte ich noch zwei. Aber dann machen wir es in der nächsten Folge weiter bei Breath of Fire 3. Wenn euch das gefallen hat, bleibt dabei, schaltet das nächste Mal wieder rein. Lasst einen Daumen da oder ein Abo. Würde mir natürlich extrem gefallen. Bis dahin. Ciao.